Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Nicht erschrecken wegen der Timelapse da vorne am Anfang. Das war ein Blick aus dem Hamburger Hafen. Passend zu unserem Thema heute, wir wollen heute Franzbrötchen machen. Franzbrötchen kommen ja ganz klassisch aus Hamburg, deshalb diese Verbindung. Aber nochmal ein Ding in eigener Sache von uns. Yeah, das ist unser 100. Kochvideo, was wir jetzt hochgeladen haben, was ihr euch jetzt anseht. Also, da sind noch 99 im schlechtesten Fall, die ihr euch noch angucken könnt. Für uns natürlich im guten Fall. Also solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, bitte abonnieren. Würde uns sehr, sehr freuen. Bringt uns auch ein bisschen weiter. So, jetzt wollen wir aber mal anfangen mit unseren Franzbrötchen. Franzbrötchen werden mit einem Hefeteig gemacht. Ganz klassisch. Wir haben hier 250 Milliliter Milch. Die ist lauwarm. Da brösel ich jetzt einen ganzen Block frische Hefe hinein. Ich habe jetzt auch schon Rezepte gesehen, aber noch nicht gemacht, wo die das mit Backpulver machen. Für alle, die nicht so gerne mit Hefe arbeiten, wozu ich eigentlich auch gehöre, wäre das ja vielleicht auch noch eine Maßnahme, eventuell das Ganze dann mit Backpulver zu machen. Vielleicht mache ich die Version auch noch mal später. So, Hefe ist drin. Jetzt tun wir da noch ein bisschen Zucker mit zu, damit die Hefe auch gleich schön was zu essen hat, damit die reagiert. Das sind 70 Gramm Zucker. Das rühre ich jetzt mal eben um. Und dann kommt jetzt erstmal unser kleiner Trailer. Ich habe hier in meine Rührschüssel schon mal 500 Gramm 550er Mehl getan. Da mache ich mir jetzt hier in der Mitte meine Mulde rein. An den Rand verteile ich eine Prise Salz. Dann tue ich da jetzt gleich meine Butter hinein. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen Orangenabrieb reingetan. Das finde ich immer ganz geil. So, jetzt sind so 2-3 Minuten vergangen. Da einmal drauf zoomen bitte. Tere, da kann man sehen, wie die Milch mit der Hefe schön reagiert hat. Das ist jetzt passiert. Jetzt können wir die hier braust richtig. Tun wir sie hier mit schön zu. Schön am Reagieren. Und dann tun wir das gleich alles schön in unsere Rührmaschine. Und dann wird das alles einmal schön durchgerührt. So, den Knethaken da eben schnell einbauen. Dann absenken und dann lassen wir den so auf mittlerer Stufe vor sich hin kneten. That's it. Ich würde sagen, unser Teig ist schön gleichmäßig verknetet. Ich nehme jetzt einfach mal meine Schüssel hier raus. Ich nehme meinen Teig mal heraus, der wunderschön gleichmäßig ist. Mache da jetzt eine schöne Kugel draus. Tu da gleich ein bisschen Mehl rein und dann kommt der da noch mal kurz rein. Jetzt liegt meine schöne Teigkugel hier drin. Tschüss, du Kugel. Die muss jetzt an einem warmen Ort 30 bis 40 Minuten gehen. Dann wird die sich verdoppelt haben und dann können wir weitermachen. Der Teig ist jetzt im Gehen und wir haben jetzt die Zeit, um mal eben schnell uns die Butter in 4 gleichmäßige Stücke zu schneiden. Ich muss die jetzt mal eben schnell hier aus dem Tiefkühlfach holen. So, kleiner Trick, wenn man das Messer mit heißem Wasser benetzt, dann kann man es wesentlich einfacher schneiden. Ich schneide das jetzt einmal kurz hier in der Mitte durch. Die anderen beiden hatte ich ja schon fertig geschnitten. Seht ihr, ganz simpel, ganz einfach. Lässt sich nicht so einfach vom Messer trennen, aber das geht schon. So, ich habe mir meinen Teig wieder geholt. Der ist jetzt 40 Minuten gegangen. Und ist, glaube ich, ziemlich groß geworden in den 40 Minuten.
Den tue ich jetzt hier gleich raus. Ich mache mir jetzt erstmal ein bisschen Mehl hier auf meine Unterlage. Ich habe mir so eine Silikonunterlage gekauft, damit nicht nur die Arbeitsplatte mega versaut ist. Und ich glaube, es lässt sich hier drauf besser kneten. Das werden wir gleich zusammen ausprobieren. Das bemehle ich jetzt erstmal kurz und dann geht das los. So, ich nehme jetzt meinen Teig hier mal raus. Und jetzt werde ich den einmal schön ausrollen. Meine Butter ist nochmal im Tiefkühler, damit die richtig schön fest ist, wenn ich sie da gleich rein tue. So, ich habe den jetzt hier schön ausgerollt und werde mal eben schnell mir meine Butter aus dem Kühlschrank holen und tue die jetzt hier schön hinein. So, ich habe das jetzt hier rüber geklappt. Die Butter ist hier drin. Ich habe das hier schön verschlossen an den Kanten. Ich werde das jetzt hier noch ein bisschen drüber legen. Wunderbar. Und dann werde ich das jetzt vorsichtig ausrollen. Wir haben das jetzt 30 x 50 ausgerollt. Und jetzt müssen wir das halt dritteln. So. Und dann schlagen wir das noch einmal so zusammen. Und dann kommt das auf meinen Butterteller nochmal in den Kühlschrank zum Gehen. Und das rollen wir dann gleich nochmal weiter aus. So, unser Teig war jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten im Kühlschrank. Schön ist er aufgegangen nochmal. Und ich werde ihn jetzt einfach nochmal schön ausrollen hier auf meiner Unterlage. Ein bisschen Mehl drüber. Und dann rollen wir den jetzt so ein bisschen aus. So, wir haben das jetzt hier schön ausgerollt. Jetzt mache ich meinen Teig hier schön nass, damit ich den gleich schön mit meinem Zuckermischung bestreuen kann. Ich habe hier ungefähr 150 bis 200 Gramm Zucker mit schön viel Zimt vermengt. Ich werde euch unten wieder eine Einkaufsliste schreiben, da schreibe ich die genauen Maße rein. Und den verteile ich jetzt hier schön gleichmäßig auf meinem Teig, bevor ich den dann gleich zusammenrolle. Ich rolle das jetzt schön zusammen. Das kann man natürlich wieder so machen, wie man das halt gewohnt ist, wenn man hin und wieder mal ein bisschen Sushi macht, dann ergibt das so eine Rolle. Ich werde das jetzt noch mal ein bisschen bemehlen hier und dann werde ich diese Rolle noch ein bisschen länger ziehen, damit sie nicht ganz so dick ist. Ich schneide das jetzt immer so in gleichmäßige Teile und das ergibt dann nachher unsere Franzbrötchen. Ich bemehle die jetzt noch mal so ein bisschen, damit wir gleich mit einem Holzlöffel die klassische Form davon hier herstellen können, damit es nicht verklebt. Aber ich drücke jetzt erst einmal den Teig hier so zusammen und das ergibt dann ja gleich so die klassische Form von einem Franzbrötchen. So, unser Backofen ist jetzt vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Da werde ich die jetzt gleich, so wie sie jetzt sind, kommen sie gleich auf mein Rost und dann kommen die für Viertelstunde, 20 Minuten im Backofen und dann werdet ihr gleich hier die Fertigen sehen. Wir haben unsere Franzbrötchen aus dem Backofen geholt mittlerweile. Ich muss gestehen, wir haben sogar beide schon gekostet. Sind die lecker. Richtig geil. Hier kann man sie schon mal sehen. Ich finde, die sehen sehr gut aus. Ja, sollte euch unser kleines Video, was wir zum Thema Franzbrötchen gemacht haben, gefallen haben. Das ist unser 100. Video und immer noch nichts dazu gelernt.
Dann gebt uns doch einfach einen Daumen hoch. Habt ihr irgendwelche Fragen oder möchtet ihr irgendetwas anderes sagen? Schreibt es uns unten in die Kommentare einfach rein. Hast du noch irgendeine Anregung, Tatuk? Nein. Alles klar. Dann war's das für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und Frank vom footblog-hamburg.de. Ciao, ciao.